Hallo meine Lieben, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. So heißt es in einem alten Sprichwort. Doch bei dem neuesten Mumienfund in Ägypten mag dies genau andersherum gewesen sein. Denn dort entdeckte man nun eine Mumie mit einer goldenen Zunge. Manch einer spekuliert, um mit den Göttern sprechen zu können. Und warum genau dies sehr wahrscheinlich ist und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. In dem altägyptischen Ort Taposiris Magna haben Archäologen eine 2000 Jahre alte Mumie entdeckt. Und bei genauerer Betrachtung fiel ihnen Unglaubliches ins Auge. Die Zunge der Mumie besteht aus purem Gold. Doch warum ist dem so? Die Forscher nehmen an, dass sie möglicherweise dazu dienen könnte, auch über den Tod hinaus sprechen zu können. Dessen Meinung ist auch das ägyptische Ministerium für Altertümer. Doch warum ist es dann das erste Mal, dass Archäologen so einen außergewöhnlichen Fund machen? Dabei klingt die Theorie, dem Toten die Möglichkeit zu geben, auch über seinen Tod hinaus zu sprechen, gar nicht so abwegig. Nach dem Ableben wäre es dem Glauben nach enorm wichtig, mit Osiris, dem Gott der Unterwelt, sprechen zu können. Doch dazu gleich mehr. Eine weitere Theorie lautet, dass der Verstorbene zu Lebzeiten einen Sprachfehler hatte, doch sicher ist man sich nicht. Und auch nicht, warum die Zunge ausgerechnet aus Gold und nicht aus einem anderen Material gefertigt worden ist. Sollte den Worten des Toten dadurch eine besondere Wichtigkeit verliehen werden? Die Wissenschaft rätselt noch. Die Archäologen fanden aber noch mehr. Insgesamt 16 Gräber, die weitere Überraschungen bereithielten. So fanden sie eine weibliche Mumie mit einer Totenmaske, die fast ihren ganzen Körper bedeckt und ihr auch nach ihrem Tod ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubert. Zwei andere Mumien wurden mit Schriftrollen gefunden, die Wissenschaftler derzeit analysieren und zu entziffern versuchen. Rund um den Gräbern fand man zudem Münzen, die mit dem Gesicht von Kleopatra VII. Verziert worden waren. Ein Indiz, dass der Tempel während ihrer Herrschaft als letzte Ruhestätte galt. Die Grabstätte, der Tempel, war nicht irgendwem gewidmet. Er galt zur Ehrung von Osiris und Isis. Die bedeutenden Götter des ägyptischen Reichs waren sowohl Geschwister als auch Ehepartner. Osiris als Totengott hatte die Aufgabe, über das Leben nach dem Tod zu urteilen. Ein Richter, vor dem man sich verantworten musste, bevor man ins Jenseits kam. Eine goldene Zunge wäre sicherlich von Vorteil gewesen. Ein toller Fund, oder nicht? Auch wenn es mal nicht um Aliens oder UFOs ging, hoffe ich doch trotzdem, dass euch das heutige kleine Video gefallen hat. Und wenn dem so ist und du keine neuen Videos mehr verpassen möchtest, dann lass mir doch ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke. Na dann, bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder mit einem mysteriösen Thema. Bis bald.